Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kinoreport, diesmal über den Film Monuments Man. Wir wissen, dass Hitler Kunstwerke in Amsterdam, in Warschau und in Paris gestohlen hat. Die Franzosen verstecken sie, die Deutschen finden sie und nehmen sie mit. Im Film Monuments Man geht es um ein Team, das sich zusammenstellt, um geklaute Kunst von den Nazis zurückzuholen. Und unter dem Team sind halt Kunstkenner und Architekten dabei. Brücken und Kunstwerke zu schützen, bevor die Nazis alles zerstören. Wie viele Männer? 6. Grundgütiger. Na, mit dir sind 7. Oh, viel besser. Du willst also mitten in ein Kriegsgebiet mit ein paar Architekten und Künstlern und unseren Jungs dann sagen, was sie in die Luft jagen dürfen und was nicht? Ja, genau. Sind wir nicht ein bisschen alt dafür? Ja. Der Film spielt so in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, doch es wird nicht wirklich viel was vom Zweiten Weltkrieg gezeigt. Aber doch ist es ein Actionfilm, da man noch sehr viel Explosionen sehen kann. Das Modell seines geplanten Führermuseums. Es wäre eines der größten der Welt. Dafür braucht man viele Kunstwerke. Darum hat Hitler Paris nicht bombardiert. Ja, aber London. Ja, ich weiß. Die Nazis haben ihre Kunstwerke oder Skulpturen in ein paar Minen versteckt, die sie aber dann verbrannt hatten. Das alles. Das Leben von Menschen. 6 Millionen gestohlene Werke. Das ist die größte Schatzsuche und ganz sicher der größte Kunstraub überhaupt. Wir stehen hier vor dem Studio Babelsberg und hier wurde Monuments Man in diesen Hallen aufgenommen mit George Clooney. Durch diese Tür ging jeden Tag George Clooney. Aber heute ist sie verschlossen. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Kinoreport. Uns hat der Film sehr gut gefallen und ihr müsst ihn unbedingt euch auch mal ansehen. Ich hoffe, der Kinoreport hat euch gefallen und bleibt flauschig. Und gebt einen Daumen hoch. Oder 2. Oder 4.